Ja, ihr Lieben, wir machen weiter mit dem Machtinstrument. Wir haben ja gesehen, dass die Kirche selbst, ja, das Christentum ausgenutzt hat, ganz klar, ja, gesehen hat. Wenn ihr das studiert in der Geschichte, seht ihr ganz klar, dass Rom das Christentum wirklich ausgenutzt hat, gesehen hat, dass diese Menschen an diesen Gott glauben, ja, und das ausgenutzt haben, die Krake, Rom, ja, später Vatikan, die Krake, der Kopf der Krake, seine Ärmel in die ganze Welt verbreitet hat und auf dem Weg dorthin Kirchen gebaut hat, um in jedem Dorf, ja, das Geld schön einzutreiben und, ja, zu dem Kopf der Krake zu transportieren, ja, Vatikan. Ganz klar, ja. Und wir sehen ganz klar, wir müssen es endlich akzeptieren. Wir sehen es ganz klar, da hat er ganz klar recht mit dieser Frage. Ja, dass wir sehen das überall. Wir sehen, dass Homosexuelle, Geisteskranke, Pädophile, ja, Religionen gebastelt haben, um ihre Geisteskrankheiten ungestraft, durchführen zu können. Wir sehen das ganz klar. Wie ist es denn in Islam? In Islam darf man Kinder heiraten. Der Gründer selbst hat ein Kind geheiratet. Versteht ihr? Wie ist es denn mit den, na gut, okay, ja. Ich glaube, die zwei, Katholizismus und Islam reicht, ja. Oder Mayas zum Beispiel, der hat einen Geisteskranken in der Religion erschaffen. Warum? Weil es ihm gefallen hat, Menschen zu köpfen, ja, vor allen Leuten. Eine Religion erschaffen, um seine Geisteskrankheiten, ja, Geisteskrankheiten durchleben zu können. Ja? Einfach mal Menschen und Kinder irgendeinen Gott opfern. Das ist ein großes Problem. Gott sei Dank ist es heute nicht mehr so einfach, irgendeine Religion zu erschaffen. Heute sind das Kults, ja, Sekten. Auch heute noch kann man solche Sachen erschaffen, dann tun sie solche Sachen in ihren vier Wänden. Ne? Aber es ist nicht mehr so einfach, dass einer kommt, ja, einen Tempel sogar baut und Sklaven benutzt, um dann Menschen einfach zu köpfen oder das Herz rauszureißen bei lebendigem Leib. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Alle Religionen, denn denn Christentum ist keine Religion, Christentum ist absolute Wahrheit, alle Religionen sind von Satan. Ja? Alle. Gibt es keine einzige Ausnahme. Sagt mir eine Religion, die im Guten ist. Gibt es nicht. Nur das Christentum ist im Guten, ist der Weg des Guten, ja, des Gottes. Nur Gott ist gut. Nur das Christentum, sonst gar nichts. Ja. Und damals das Judentum, versteht mich hier nicht falsch. Ja. So, ihr Lieben. Ja, klar. Doch, wie ist es denn beim Judentum und beim Christentum? Ja? Salomon, der hatte wie viele Frauen? 700.000? Ja? David, wie viel hatte der? So viele Frauen?